Unsere Nasen sind wahre Wunderwerke der Natur. Das ist wichtig in einer Welt voller Düfte. Wir leben inmitten von Duftwolken, in Schwaden von flüchtigen Molekülen. Düfte beeinflussen Stimmungen, wecken Gefühle und lassen Lust und Ekel entstehen. Sie lösen Assoziationen aus und wecken Erinnerungen. Ohne unseren Geruchssinn wäre Essen ein fades Erlebnis. Was fälschlicherweise der Zunge zugeordnet wird, ist in Wirklichkeit eine Fähigkeit der Nase. Das Riechen ist also extrem wichtig bei der Beurteilung unserer Umgebung. Was genau passiert beim ältesten aller menschlichen Sinne, dem Riechen? Alle duftenden Dinge geben flüchtige Moleküle in die Luft ab. Die meisten Gerüche sind Gemische aus hunderten verschiedener Moleküle. Im obersten Bereich der menschlichen Nase finden wir die Riechschleimhaut. Sie ist beim Menschen so groß wie eine Briefmarke. In ihr eingebettet liegen die Riechsinneszellen. Sie tragen feine, in die Nasenschleimhaut ragende Sinneshärchen, die Zilien. In der Membran der Zilien befinden sich die Geruchsrezeptoren, die Andockstellen für die Duftmoleküle. Sie sorgen dafür, dass wir mehr als 10.000 verschiedene Düfte wahrnehmen können, und seien sie noch so gering konzentriert. Geruchsrezeptoren sind große Proteine, die über 7 Molekülschlaufen in der Zellmembran verankert sind. Der Mensch hat 350 verschiedene Geruchsrezeptoren. Hunde oder Ratten besitzen sogar fast 3-mal so viele. Dockt ein Duftmolekül an, löst dies eine Kettenreaktion aus. Der Rezeptor aktiviert ein Enzym, das einen Botenstoff produziert. Dieser öffnet Kanäle in der Zellmembran. Jetzt strömen positiv geladene Teilchen, in diesem Fall Natriumionen, ein. Ein sogenanntes Aktionspotential entsteht. Das heißt, die Duftinformation wird hier von der chemischen in die elektrische Sprache übersetzt. Und dabei wird das eigentliche Duftsignal sogar noch tausendfach verstärkt. Die Reize werden über die Riechsinneszellen und durch das Siebbein weitergeleitet. In den Riechkolben. Er liegt direkt oberhalb der Nasenwurzel und enthält rund 30.000 Glomeruli. Das sind winzige Rechenzentren, in denen die Informationen aller Riechsinneszellen gesammelt und weiterverarbeitet werden. Das Gehirn weiß zu diesem Zeitpunkt schon genau, welcher Geruch uns in die Nase gestiegen ist. Damit wir aber mit dieser Information etwas anfangen können, muss sie erst vom Riechhirn eingeordnet werden. Ist der Geruch angenehm, unangenehm oder gefährlich? Eine faszinierende Leistung, die tagtäglich Nase und Gehirn vollbringen. Um Gefühle und Assoziationen zu wecken oder um auf Gefahren reagieren zu können.